Sehr geehrte Damen und Herren, heute befassen wir uns mit der russischen Opposition, und zwar mit dem Teil der russischen Opposition, mit dem der Westen nichts zu tun haben möchte. Es gibt nämlich den einen Teil, das sind die guten Oppositionellen, das ist der Herr Nawalny und diese ganzen aus dem Westen finanzierten und organisierten Krawallmacher, die versuchen, die russische Staatlichkeit zu zerlegen und die Gesellschaft umzuformatieren, nach westlichem Vorbild. Und dann gibt es aber noch eine andere Opposition, denen der Herr Putin zu liberal ist. Ja? Mit die Leute befassen wir uns heute. Ö24, österreichisches Systemmedium, was heißt, Ex-Separatistenchef rechnet mit Putin ab. Der einstige Militärchef vergleicht Wladimir Putin sogar mit Napoleon. Da geht es um die Meldung bzw. um die Aussagen vom Herrn Igor Girkin, auch bekannt als Igor Strelkov, das ist so sein Künstlername. Der war der erste Verteidigungsminister der Donetsker Volksrepublik. Und der übt scharfe Kritik am Vorgehen Putins in der Ukraine, und der würde sich wünschen, dass hier ein bisschen mehr Gas gegeben wird, wie man so schön sagt. Ja? Also auch diese Kräfte gibt es in Russland. Das sage ich jetzt mal ganz wertfrei, weil ich habe den Herrn Girkin einmal treffen dürfen, und das ist eigentlich ein sehr sympathischer Mensch. Aber es ändert nichts daran, dass diese Leute natürlich, ja, für die ist Diplomatie oder irgendwie so Gesprächsbasis grundsätzlich einmal ein rotes Tuch. Ja? Also das heißt, also diese Kräfte gibt es auch in Russland. Das zeigt uns, dass der Herr Putin in Wirklichkeit die Mitte der Gesellschaft in Russland ist und nicht der, wie soll man sagen, der rechte Arm oder der linke Arm oder was auch immer, sondern der Herr Putin steht mitten in der Gesellschaft, und da gibt es zwei weitere Flügel, den einen komplett liberalen und ja, fast schon degenerierten Flügel der Gesellschaft. Das sind so ähnliche Leute wie die, was bei uns regieren in Europa. Und dann gibt es halt andere Leute, denen der Putin halt zu liberal ist. Ja, das sollte man auch wissen, wenn man immer sagt, was kommt nach Putin? Schauen wir mal, was nach Putin kommt. Tatsache ist, dass es da auch Kräfte gibt, mit denen der Westen überhaupt nicht umgehen kann. Ja? Also für die ist wirklich das absolute Feindbild der amerikanische Sektor. Deswegen sollten wir alle aufpassen, wenn wir immer davon sprechen, Putin muss weg, Putin ist gefährlich, was auch immer, dass wir nicht irgendwann mal die Narrenmütze aufgesetzt kriegen und dann jemand dort zum Beispiel an der Macht ist, der wirklich gefährlich ist.